Vater-Sohn-Duell, präsentiert von muslimtv.de. Das große Staffelfinale und das, liebe Zuschauer und Teams, gibt es zu gewinnen. Eine Drohne, natürlich passend zum MTA, mit einer Kamera eingebaut und, was ganz Exklusives, eine Fotokollage mit den besten Emotionen und Highlights aus der ganzen Staffel. Assalamu alaikum, liebe Zuschauer, liebe Teams und herzlich willkommen zu dem großen Staffelfinale und zu dem Halbfinale, das wir heute spielen mit diesen beiden Teams. Team 1, ich darf Sie recht herzlich begrüßen, Shakil und Tamsil, Sie haben es bis hierhin geschafft. Ebenso Team 2, Ajmal und Ahsan. Und Sie haben uns natürlich auch für das große Staffelfinale Ihre Videos geschickt. Die schauen wir uns direkt an. Baba, was sind eigentlich Ihre Stärken im Spiel? Ich bin gut in Schätzen. Dann lassen Sie uns mal vorbereiten. Eine Halbglatze hat 420 Haare. Wie viele Haare hat eine Vollglatze? Es wird richtig, richtig spannend! Assalamu alaikum warahmatullah. Wir sind hier jetzt im großen Staffel-Halbfinale und für uns ist so eine Leistung wie ein Sieg. Wir sind sehr zufrieden damit. Inshallah werden wir im nächsten Duell alles geben. Inshallah, assalamu alaikum. Mashallah, mashallah, sehr, sehr kreative Videos wieder, Ajmal und Ahsan. Vollglatze hat natürlich null Haare, aber das haben sie natürlich sehr, sehr kreativ gemacht, mashallah. Und Tamsil auch sehr schön. Also für euch ist das schon ein Sieg, dass ihr hier im großen Staffelfinale dabei seid. Und deswegen machen wir auch direkt weiter, liebe Zuschauer. Sie wissen, wie wir die Runden spielen. Auch im Finale gibt es 6 Runden und insgesamt 800 Punkte zu vergeben. Sollte eine Mannschaft tatsächlich mal führen, wer weiß, vielleicht im großen Staffelfinale kommen dann diese Umschläge zum Einsatz. Bislang noch gar nicht, weil es immer spannend blieb. In einem Umschlag ist eine 500-Punkte-Frage drin und in dem anderen eine 250-Punkte-Frage. Und Sie, liebe Zuschauer, haben natürlich auch heute wieder die Möglichkeit, diese Tasse zu gewinnen. Dazu beantworten Sie am Ende unserer Sendung die Zuschauerfrage richtig. Dann landen Sie mit den ganz, ganz vielen anderen hier in diese Box und am Ende der Sendung werden Sie gezogen. Und liebe Teams, lassen Sie uns direkt beginnen mit der ersten Runde hier im Finale. Was schätzt du? Was schätzt du? Das Prinzip kennt ihr mittlerweile. Die Antwort, die näher dran ist an der richtigen Antwort, die Schätzung, die bekommt 50 Punkte. Wir kommen zu der ersten Schätzfrage hier in diesem Halbfinale. Wenn Usain Bolt mit seinen 9,58 Sekunden pro 100 Meter gegen einen Gepard antritt, um wie viel schneller wäre der Gepard? Also anders gefragt, wie viele Sekunden würde der Gepard im Ziel auf Usain Bolt warten? Liebe Teams, Sie können Ihre Schätzungen mal eingeben. Was glauben Sie, wie lange müsste der Gepard auf Usain Bolt im Ziel warten? Und Sie, liebe Zuschauer, fragen sich natürlich, heute der Moderator in blau gekleidet. Wir haben natürlich die T-Shirts auch schon längst verschickt an die Teams, aber noch nicht alle Teams haben diese T-Shirts erhalten, sonst hätten sie heute schon unsere Teams auch schön im Blau gesehen. So, beide haben eine Schätzung abgegeben, dann würde ich Sie bitten, direkt mal einzublenden. 6 Sekunden sagt Team 2 und 7 Sekunden sagt Team 1. Das blenden wir nochmal für Sie ein. 6 Sekunden sehen wir schon bei Team 2 und Team 1 sagt 7 Sekunden. Das würde bedeuten, Sie sagen, Team 2 denkt, der Gepard läuft etwa in 3 Sekunden die 100 Meter und Team 1 sagt sogar in 2 Sekunden. Tatsächlich läuft der Gepard in 6 Sekunden die 100 Meter, aber wie lange müsste er warten auf Usain Bolt? Hier ist die Antwort. 3,58 Sekunden, 50 Punkte für Team 2 an dieser Stelle, weil Team 2 einfach näher dran ist. Wir kommen zu der nächsten Schätzfrage. Die lautet, wie alt ist der Moderator? Das Team hatte mich gebeten, dass wir diese Frage mal reinnehmen. Wie alt ist der Moderator in Jahren und wenn Sie möchten auch Monate? Was schätzen Sie da? Beide raten und überlegen. So, jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, was Sie schätzen. Und Sie, liebe Zuschauer und liebe Kinder, ihr könnt natürlich auch mitschätzen.
Okay, Tamsil hat hier geschätzt und hier hat Asim geschätzt. Bitte, was ist die Antwort? Bitte mal einblenden. 35 Jahre sagt Team 2, 37 Jahre sagt Team 1. So, das blenden wir erst einmal für Sie ein. Wir loggen das ein. Wenn ich heute Geburtstag gehabt hätte, dann hätten Sie beide recht gehabt. Denn, hier ist die richtige Antwort, ich bin 36. Allerdings liegt mein Geburtstag schon ein paar Monate zurück. Das bedeutet, ich bin älter als 36 und somit ist Team 1 näher dran an dieser Stelle und bekommt die 50 Punkte. 50-50 steht es an dieser Stelle und wir machen weiter mit der nächsten Schätzfrage. Und die lautet, wie lang ist das längste Tier der Welt? So, das ist die Schätzung, die Sie jetzt abgeben sollten. Wie lang ist das längste Tier der Welt? Wüsste jemand, welches Tier das ist? Ja. Okay, aber das ist noch nicht die Frage, sondern wie lang ist das Tier? Dann geben Sie mal Ihre Schätzungen ein. Tamsil schreibt hier und Asen schreibt dort. Dann bitte jetzt mal einblenden. 35 Meter. Und 200 Meter. 200 Meter sagt Team 1, 35 Meter sagt Team 2. Das loggen wir für Sie beide mal ein. Asen, welches Tier wäre es gewesen? Das wäre der Blauwal. Es wäre tatsächlich der Blauwal gewesen. Das ist das längste Tier der Welt. Und zwar mit 33,52 Metern gemessenen. In diesem Fall 50 weitere Punkte für Team 2. 50 zu 100 steht es jetzt, liebe Zuschauer. Das beginnt hier schon mal richtig gut und wir machen direkt weiter mit der nächsten Runde. Buchstabensalat. Buchstabensalat spielen wir, liebe Teams, heute folgendermaßen. Das blenden wir für Sie direkt mal ein. Zeichnen Sie Dinge mit dem Buchstaben O eine Sache, die zu Ihrem Gunsten von unserer Regie und unserem Komitee entschieden wurde, nicht ich allein und meine Kreativität wird heute zählen, sondern auch das Team wird drauf gucken, ob Sie genügend Dinge mit dem Buchstaben O gezeichnet haben. Den Countdown von 30 Sekunden blenden wir für Sie mal ein. Sie können den Stift nehmen. Wer zeichnet besser bei Ihnen, Ajmal Hassan? Hassan. Hassan wird das machen und Shakil und Tamsil bei Ihnen? Ja. Shakil, okay, dann legen Sie in 3, 2, 1 und bitteschön jetzt los. Zeichnen Sie Dinge mit O. Und liebe Kinder, ihr habt wahrscheinlich die Stifte auch schon längst in der Hand. Zeichnet die Dinge gut. Ihr könnt gerne kreativ sein. Mama und Papa können dann entscheiden, wer besser von euch gezeichnet hat. Und wer weiß, vielleicht habt ihr keine Geschwister, dann könnt ihr auch mit euren Cousins und Cousinen spielen oder mit anderen Kindern aus eurer Jamaat. 2, 1 und den Stift hochlegen, bitte. Den Stift hochlegen. Jetzt würde ich Sie bitten, ein Foto zu machen und uns das Bild und die jeweiligen Bilder zu schicken. Team 1, wir sehen jetzt, was Sie gezeichnet haben. Was ist das da, was wir sehen? Beschreiben Sie mal. Wir hatten einmal Ohren gezeichnet und einmal Omelette. Ohren und Omelette. Okay. Ich kann Ihnen verraten, dass wir die Ohren auch erkannt haben. Das Omelette, darauf sind wir tatsächlich nicht gekommen. Also das heißt, einen Punkt haben Sie schon mal sicher. Team 2, Ajmal und Asen, was haben Sie denn da gezeichnet? Legen Sie mal los. Also das eine ist ein Ofen und das andere sollte oval sein. Also Ofen, das haben wir auch erkannt. Oval haben wir nicht erkannt. Und das dritte, was ist das dritte? Sie haben zwei Sachen. Eigentlich ein Stamm, ja. Das sollte ein Stammbaum werden und am Ende ein Onkel. Achso, okay, am Ende sollte da ein Onkel sein. Sehr, sehr kreativ. Aber auch Ihnen können wir dann dieses eine zurechnen. Wir dachten bei dem Ovalen, vielleicht haben Sie einen Ozean gezeichnet. Allerdings, wenn Sie sagen, es ist was Ovales, dann reicht es nicht. Beide jeweils eine Sache, die wir anerkennen können. Deswegen
150 Punkte an beide Mannschaften. Diese Runde geht unentschieden aus. Und liebe Zuschauer, damit bleibt es natürlich hier mega spannend und wir machen direkt weiter in der nächsten Runde. Islam. Islam, liebe Teams, spielen wir heute folgendermaßen. Sie sehen jeweils einen Clip. Dazu gibt es eine Frage und im Anschluss lösen wir auf. Die richtige Antwort gibt 100 Punkte. Shakil und Tamsil, Sie kennen das Prozedere, ja? Dann kommt hier Ihr Clip. Bitteschön. Aban kommt sehr traurig nach Hause, weil ihn ein Freund nervte und bloßstellen wollte mit unschönen Fragen. Jazib muntert ihn auf und sagt, schau, der Koran ist so wunderbar. Er lehrt uns sogar, was wir in solch einer Situation sagen sollen. So, die Frage, die wir hierzu haben, blenden wir an dieser Stelle direkt mal ein. Welches Wort sollten wir laut der Sura al-Furqan sagen, wenn ein Unwissender uns anspricht? Ja, also wir kennen das ja in der Schule, liebe Kinder, ihr kennt das ja auch zu Hause, dass der eine mal den anderen mobbt und dann wird auch was nicht Schönes gesagt, wenn etwas Böses gesagt wird. Wie sollte ein Muslim reagieren? Was sollte er antworten? A. Liebe, B. Frieden, C. Brüderlichkeit oder D. Respekt? Was ist die Antwort, die ein Muslim darauf gibt, wenn jemand etwas Böses sagt? Liebe Kinder, wenn die Geschwister euch mal nerven oder euch hänseln, wie solltet ihr laut Koran am besten darauf antworten? Denn sie wissen ja nicht immer, was sie da tun. Ja, Team 1, was loggen wir ein für Sie? Ich erinnere die Vers, das ist aus Bilal-Mineshidan-Radim, Waiza Khatibahumul Jahilina Kanu Salama. Und jetzt frage ich von Tamsil, Salam heißt Frieden. Okay, dann sagen Sie, loggen wir B ein. Wir loggen B für Sie ein. Sie haben den arabischen Vers eingangs zitiert und das können wir auch zeigen. Allah lehrt uns im Heiligen Koran, wie wir mit einem Wort auf einen Unwissenden antworten sollen. Es heißt in der Sur al-Furqan, Vers 64, die Diener des Gnadenreichen sind diejenigen, die in würdiger Weise auf Erden wandeln. Und wenn die Unwissenden sie anreden, sprechen sie Frieden. Ja, Sie haben den Vers ja schon eingangs zitiert. Es ist die richtige Antwort. Wir haben uns das nochmal angeschaut und machen weiter mit dem Team 2 und Ihrem Clip. Hier ist erstmal der Clip. Jazib und Aban laufen Richtung Moschee. Auf dem Weg hören sie viel Lärm und Geschrei und Musik. Wenige Meter später werden sie von Schulkameraden sogar beleidigt. Die Frage für euch lautet, liebes Team 2, wie reagieren Muslime, wenn sie in solchen Situationen sind? Mit A. Würde, mit Respekt, mit gesenkten Blicken oder sich schämend? Also wenn etwas gesehen wird oder gehört wird, was nicht so schön ist, was unnütz ist, was keinen Sinn ergibt, wie reagieren Muslime laut dem Koran? A, mit Würde, mit Respekt, gesenkten Blicken oder sich schämend? Wie reagieren wir, wenn wir auf solche Situationen treffen? Team 2 berät sich, Ajmal und Ahsan. Könnt ihr etwas ausschließen? Könnt ihr zu etwas hintendieren? So, dann würde ich euch jetzt mal bitten, in eine Richtung zu tendieren. Zwischen was überlegen Sie denn, Ajmal und Ahsan? Also A haben wir soweit ausgeschlossen. Okay. B, Respekt geht auch. Was hat dieses Respekt gegen C oder D? Okay. Lange Überlegung hier bei Team 2. Dann würde ich Sie bitten, jetzt was einzuloggen. C. Okay, wir loggen C für Sie ein und schauen uns direkt mal die richtige Antwort an. Wie reagieren Muslime, wenn sie in solche Situationen kommen, wenn etwas Unnützes geschieht, wenn Streitigkeiten sind, wenn Musik gesprochen wird? Hier ist die richtige Antwort.
Es kann im Alltag immer mal vorkommen, dass man an eitlen, unangebrachten oder unnützen Situationen und Orten vorbeilaufen muss. Allah hat uns hierzu in der Surah Al-Furqan, Vers 74, etwas Wunderschönes beigebracht. Es heißt: Und wenn Sie, also die Muslime, an etwas Eitlem vorübergehen, mit Würde gehen Sie vorüber. Ja, also A, Würde wäre die richtige Antwort gewesen. Das bedeutet, wenn wir immer unnütze Sachen sehen, der Muslim prägt sich ja in würdevollem Handeln und trägt die Würde ganz, ganz hoch. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Das macht aber nichts, Ajmal und Asin. Es steht 300 zu 250. Es ist ein sehr, sehr knappes Rennen, liebe Zuschauer. Und wir kommen damit schon zu der nächsten Runde. Welche das ist, erfahren Sie jetzt. Merkt ihr was? Merkt ihr was, liebe Teams, spielen wir heute etwas anders. Sie werden nichts sehen, sondern sollen sich etwas aus der Geschichte merken, die ich Ihnen erzählen werde. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie gut aufpassen. Erstmal meine Frage, sind Sie gut im Rechnen, Shakil und Damsil? Ja, geht. Wie ist das bei euch, Ajmal und Asan, seid ihr gut im Rechnen? Ja, geht. Okay, und liebe Kinder zu Hause, ich hoffe, ihr passt auch gut auf, denn wir erzählen jetzt eine Geschichte und im Anschluss der Geschichte stellen wir Fragen zu dieser Geschichte und die Mannschaft, die natürlich diese Runde gewinnt, kann 150 Punkte mitnehmen. Seid ihr bereit? Soll ich die Geschichte erzählen? Ja. Es geht um einen Busfahrer, der ist 2 Jahre jünger als der Moderator. Und hat 15 Gäste in seinem Bus sitzen, bis er zu der ersten Haltestelle kommt. Dort steigen 4 aus und 3 ein. Der Busfahrer fährt weiter natürlich, ihr kennt es, der Busfahrer muss natürlich weiter fahren, damit er zu der nächsten Haltestelle kommt. Die kommt dann auch irgendwann. Und dort steigen dann 5 Leute aus und 7 Leute ein. Er fährt weiter, ist gut gelaunt, schwätzt natürlich mit einer Frau, die hinter ihm sitzt und fragt sie, wie ihr Tag heute war, bis dann die nächste Haltestelle kommt und 6 Leute einsteigen und 7 Leute aussteigen. In diesem Fall ist auch ein alter Mann eingestiegen, ein Rentner, den fragt der Busfahrer, wo kommen Sie her? Und der Busfahrer sagt, ich habe gerade meine Familie besucht, bis dann die nächste Haltestelle kommt und dort wieder 5 Leute einsteigen und 8 Leute dieses Mal aussteigen. Und dieses Mal ist dabei ein kleines Kind. Und das kleine Kind ist so gut gelaunt und sagt Hallo zu dem Busfahrer, bis die nächste Haltestelle kommt und dort steigen, glaube ich, wie viele waren es? 11 ein und 8 Leute aus. So, das, liebe Teams, war die Geschichte. Habt ihr gut aufgepasst? So, ihr sollt bitte, ich stelle jetzt die erste Frage und die Antwort schreibt ihr bitte auf den Zettel und blendet diese ein. Meine erste Frage an euch lautet, wie alt ist der Busfahrer? Soll ich schon zeigen? Noch nicht zeigen, nein. Wie alt ist der Busfahrer? So, Team 1 überlegt noch. Team 2 hat schon längst geschrieben. Team 1, ich würde euch bitten, das aufzuschreiben. Wie alt ist der Busfahrer? Bitte einblenden. 34 Jahre, sagt Team 2. Das müssen wir hier nicht einblenden, weil es keine Schätzfragen sind. 33,7 Jahre, sagt Team 1. Ist in diesem Fall beides richtig, weil Sie die Monate noch ein bisschen mitgezählt haben. Aber 34 Jahre rund, das wäre tatsächlich richtig gewesen. Also der erste Punkt geht schon mal an beide Mannschaften. So, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Die nächste Frage lautet, wie viele Haltestellen hat der Busfahrer angefahren? Wie viele Haltestellen
hat der Busfahrer angefahren? Beide Mannschaften überlegen. Schreiben Sie was auf. Wie gut konnten Sie sich die Dinge merken? Team 2 hat etwas geschrieben. Team 1, haben Sie auch etwas geschrieben? So, etwas durchgestrichen und wieder aufgeschrieben. So, liebe Teams, jetzt würde ich Sie mal bitten, Ihre Antworten einzublenden. 7 sagt Team 2, Team 1 sagt 5. Okay, es waren 5 Haltestellen. Team 1 holt den zweiten Punkt. Wir werden jetzt noch eine Frage stellen und dann mal gucken, wie es steht, ob wir gegebenenfalls noch eine Runde spielen. Und die Frage lautet, wie viele Leute sind bei der zweiten Haltestelle ausgestiegen? Wie viele waren es bei der zweiten Haltestelle? Wie gut, liebe Kinder, konntet ihr euch diese Geschichte merken? Wir machen es natürlich nicht einfach hier im Finale. Leise bleiben, etwas aufschreiben. Team 2 hat was geschrieben. Team 1, ich würde euch bitten, aufzuschreiben. Ihr überlegt und denkt natürlich nach. Sollte an dieser Stelle keine Antwort richtig sein, hier geht es nicht darum, wer näher dran ist, sondern hier geht es wirklich um die exakten Antworten oder die richtig gedachten Antworten. So, Team 1, dann würde ich euch mal bitten, oder beide Teams, zeigt euch mal, was habt ihr? 4 sagt Team 2 und Team 1 sagt 3. Es ist beides falsch. Die richtige Antwort wäre gewesen 5 Personen. Und an dieser Stelle ist die Runde vorbei. Team 1 hat 2 Punkte, Team 2 hat 1 Punkt. Deswegen gehen an dieser Stelle 150 Punkte nach Berlin. Und damit, liebe Zuschauer, steht das 450 zu 250 Punkten. Und in der nächsten Runde könnte es eventuell schon einen Sieger geben. Aber noch ist nichts entschieden. Hier ist die nächste Runde. Was weißt du? Was weißt du? Ist eine Multiple-Choice-Runde, liebe Teams. 50 Punkte gibt es pro richtige Antwort. Jedes Team hat 2 Fragen. Hier ist die erste Frage für Team 1. Zu welchem Land gehört die Insel Rhodos? Ist es A, Türkei, B, Griechenland, C, Marokko oder D, Spanien? So, was sagt ihr, liebes Team 1? Also. So. Wir wollen Türkei und Marokko ausschließen. Okay, Türkei und Marokko schließen Sie aus. Wie ist inzwischen Griechenland und Spanien, glaube ich. Und was loggen Sie ein? Also ich glaube, ja, wir nehmen dann B, weil Rhodos ist so, also ein griechischer Name, so ähnliches, habe ich auch okay. Es klingt griechisch, sagt ihr, dann loggen wir B für euch gerne mal ein. Und die richtige Antwort wäre gewesen, hier ist die Antwort. B ist richtig. Wichtige Punkte, die ihr euch geholt habt. Und sollte Team 2 jetzt nicht punkten, wäre es tatsächlich schon vorbei, das erste Halbfinale in dieser Woche. Es ist ganz wichtig, dass Team 2 ihr jetzt punktet. Zu welchem Land gehört die Insel Fuerteventura? Türkei, Griechenland, Italien oder Spanien? So, was sagt ihr? Solltet ihr die richtige Antwort geben? Habt ihr noch alle Möglichkeiten, in die Sportrunde zu kommen? Dafür ist es wichtig, dass ihr an dieser Stelle richtig antwortet. Sonst hätte Team 1 das Finale erreicht. Ja? Ich glaube, die Insel liegt eher im Westen des Mittelmeers. Deswegen würde ich Türkei und Griechenland jetzt nicht in Frage kommen, aber zwischen Italien und Spanien dann. Zwischen Italien und Spanien ist ja schon mal ein guter Gedanke, möglicherweise, vielleicht, eventuell. Aber was lockt dir ein, C oder D? D, Spanien würde ich nehmen. D, Spanien, loggen wir für euch ein. Liebe Zuschauer, eine entscheidende Frage war das und die richtige Antwort
ist Spanien. 50 wichtige Punkte. Jetzt müsst ihr darauf hoffen, dass Team 1 einen Fehler macht und ihr dann die nächste Frage richtig beantwortet, denn dann würdet ihr tatsächlich in die Sportrunde ziehen. Hier ist die nächste Frage für Team 1. Und Team 1, das ist der erste wirkliche Matchball für euch. Bei welcher Temperatur liegt der absolute Nullpunkt? Bei minus 273,15 Grad Celsius, bei minus 191,15 Grad Celsius, bei minus 75,15 Grad Celsius oder D bei 0 Grad Celsius? Okay, beide überlegen an dieser Stelle. Das ist eine Frage, bei der ihr ins Finale schon einziehen könnt. Ansonsten macht ihr es nochmal hier richtig, richtig spannend im Halbfinale. Was? Ich erinnere, das ist diese Zahl 273,15, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Fahrenheit war oder Celsius. Aber diese Nummer ist bestimmt die absolute Nullpunkt. So nehmen wir das. Welcher Punkt? 15, also Sie sagen, wir sollen A für Sie einloggen, ja? Sicher? Ja. Okay, dann loggen wir A für Sie ein. Sollte diese Antwort richtig sein, dann wären Sie im großen Staffelfinale. Sollte diese Antwort falsch sein, dann würden wir noch eine Frage mit Team 2 spielen und Team 2 hätte noch alle Möglichkeiten offen. Die richtige Antwort ist, hier blenden wir sie ein, A minus 273 Grad Celsius, das ist richtig, das ist der absolute Nullpunkt. Da kommt wirklich jedes Molekül zum Stehen. Und damit, liebes Team 1, haben Sie das große Staffelfinale, das Finale des Staffelfinales erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Barakallahu lakum, Shakil und Tamsil. Erst einmal an euch gefragt, wie fühlt ihr euch? Ihr habt ja gesagt, eigentlich ist es schon das Finale, dass ihr hier dabei seid. Sehr schön, fühlen wir uns sehr, sehr gut. Team 2 hat sehr gut mitgemacht und wie gesagt, für uns ist es ja auch ein Sieg, dass wir hier sind. Und hier der Sieg, das macht es noch schöner, aber auch mit einer Niederlage wären wir froh. Und sehr, sehr süße Worte von dir, Tamsil, sehr liebe Worte von dir, Tamsil. Ajmal und Assan, seid nicht traurig, ihr habt die Chance, um den dritten Platz zu spielen, aber vielleicht möchtet ihr noch was an Team 1 richten. Ja, barakallahu lakum. Sie haben sehr gut gespielt, eindeutig besser als wir und inshallah hoffen wir, dass ihr auch das Finale gewinnt, inshallah. Mashallah, sehr liebe Wünsche nach Berlin. Ich möchte mich bei Ihnen schon mal an dieser Stelle für heute Abend bedanken. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Assalamu alaikum. Ihnen ja, beiden schon mal. Allah Hafiz. Und liebe Zuschauer, Sie möchten natürlich jetzt die Möglichkeit haben, diese Tasse zu gewinnen. Dazu beantworten Sie bitte unsere Zuschauerfrage richtig, die wir hier einblenden. Dann nämlich landen auch Sie in dieser Box, die immer voller wird. Und die Frage lautet, schicken Sie uns ein Hadith über die Liebe zu den Kindern. Also recherchieren Sie, welches Hadith fällt Ihnen ein. Das Hadith sollte korrekt sein. Schicken Sie uns dieses Hadith an diese Telefonnummer. Wir blenden Sie ein per WhatsApp und bitte schicken Sie uns auch den Ort. Und hier die Box wird schon richtig voll. Heute muss ich sie tatsächlich schon ein wenig schräg halten, damit ich mal so richtig rein fühlen kann. Und dann nehmen wir doch mal hier jemanden raus. Oh wei, nicht, dass hier alles runterfällt und fliegt. Ja, ein paar Zettel sind hier runtergeflogen. Barakallahu lakum, Zahir Ahmed Khan aus Oldenburg. Sie gewinnen heute diese tolle Tasse und wir schicken sie Ihnen natürlich gerne nach Oldenburg. In diesem Sinne, Assalamu alaikum. Morgen geht es hier richtig, richtig spannend weiter. Bleiben Sie uns erhalten. Assalamu alaikum, Friede sei mit Ihnen. मेहरबान का है बड़ा एहसान एमटीए खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान एमटीए खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान एमटीए खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान एमटीए